Verwaltung. Bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Hier bei Jumbo gilt unsere größte Aufmerksamkeit unseren Angestellten. Deshalb bekommen Sie das Jumbo-Paket. Mobile Schreibwaren, Toilettenersatz, einen Schluck Milch, Beinfreiheit, Zahnoperationen, zusätzliche Kopfstützen und unser berühmtes Datensystem-Analyse-Trainingsprogrammsystem, auch bekannt als DSA-TPS. Ich bin Jumbo McNally und ich wünschte, ich würde hier arbeiten. Das für heute. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr erfahren wollt, welche Gemüsesorten am langlebigsten sind. Bin ich selbst schon total gespannt. Ich habe dieses Jahr bestimmt schon 16 Avocados gekauft und nicht eine davon gegessen. Diese Dinger sind spätestens nach 5 Minuten Matsch. Sorry. Mehr dazu morgen, ja? Schaltet einfach pünktlich ein. Studierende werden gebeten, sich selbst zu finden.
bitten, keine Fragen zu stellen. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Das habe ich jedenfalls vor. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen?
Chrisen Wolf auf Two Point Radio. Ich bin Harrison Wolf und ich bin wie immer hier bei Radio Two Point, um aus dem Nähkästchen des Curtis zu plaudern. Ich bin besonders gut ausgeschlafen, also wird es heute richtig munter zugehen. Häufige Fragen. Nein, wir werden keine Freunde. Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Live-Musik ist wie frisches Obst und Gemüse, Leute. Es ist um Meilen besser als das Zeug aus der Dose. Und wenn man die Chance hat, sollte man sich so viel davon reinstopfen wie nur möglich. Das gehört zum gesunden Leben einfach dazu. Man kann nie zu viel des Guten haben. Schließlich ist es was Gutes? Als Kind habe ich mich immer direkt neben die Lautsprecher gestellt, bis ich nichts mehr hören konnte. So wusste ich immer, wann ich genug Musik gehört hatte. Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten.
sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Habt ihr von den Protesten an der Mitten University neulich gehört? Für meinen Geschmack ging das alles viel zu friedlich zu. Klar, so eine gechillte Atmosphäre hat was für sich, aber manchmal muss man einfach jemandem ans Bein pinkeln. Uns haben sie damals in der Schule die Kartoffelbrei-Dienstage gestrichen. Also habe ich meinen Hund, das Schulmaskottchen, als sein Revier markieren lassen. Alles halb so wild, aber die Nachricht war klar. Sinniert mal drüber nach, werte Studierende. Lasst euch nicht den Kartoffelbrei nehmen. Erinnerung an alle Studierenden: Nach dem Studium geht es nur bergab.
als ich. Die Cheesy-Gabens sind zurück. Wo waren sie? Nirgendwo. Cheesy Gubbins. Nur auf sie ist Verlass. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Wie geht's, wie steht's? Ihr hört Radio Two Point, den beliebtesten Rundfunksender in Two Point County und Umgebung. Wie schön! Gleich geht's weiter mit noch mehr tollem Radio, garniert mit trügerischen Werbebotschaften. Aufsichtigte Sandwiches werden gegessen von mir.
Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Wer schon länger einschaltet, wird wissen, dass ich verschiedenste Hobbys und Interessen habe. Aber Joggen gehört da eindeutig nicht dazu. Ich meine, man rennt da im Kreis, immer und immer wieder. Ob nun im Stadion oder im Park. Und das soll befriedigend sein? Wenn ihr mich fragt, ist das nur eine weitere Masche, mit der Big Business uns gefügig machen will. Mich kriegt ihr nicht. Ich bleib sitzen. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. An alle Studierenden, denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Bungle wird von der Presse ja immer sehr gelobt. Aber ich finde es einfach ungesund, wenn etwas so derart positiv bewertet wird. Davon jucken mir die Augenbrauen. Klar, wir haben Bungle einige technologische Fortschritte zu verdanken. Und manche von euch würden nicht ohne ihre automatischen Toilettenpapierspender leben wollen. Aber ich komme auch so auf der Toilette bestens klar. Vielen Dank auch.
weiter. In Ordnung, das war's von mir. Ich wünsche euch allen noch einen astreinen Abend. Hoffentlich wird die ständige Furcht vor Alien-Entführungen, Revolutionen und natürlichen Katastrophen euch nicht davon abhalten, den Rest des Tages entspannt zu genießen. Hoffentlich gibt es ein nächstes Mal. Oops.
solltet ihr persönlich nehmen. Sir Nigel Bickleworth. Cheers, cheers. 2-Point Radio. Lassen Sie alles liegen und stehen und geben Sie sich der zuckersüßen Melodie meiner Stimme hin. Ich bin Sir Nigel Bickleworth und Sie, wenngleich unbeabsichtigt, haben gerade eine wunderbare Entscheidung getroffen. Sie hören nämlich gleich die beste Radiosendung der Stadt. Harte Arbeit zahlt sich aus, manchmal aber auch nicht. Bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank.